Sie dies getan haben und dass sie jenes getan haben. Ho, ho, ho. Alter, das geht mir gerade ziemlich auf den Piss. Ich mag den Berater irgendwo nicht. Er gibt zwar irgendwelche Tipps, aber trotzdem. Nee, nee, das mag ich nicht. Manche Leute, die mich kennen, würden wahrscheinlich sagen, du magst ja so vieles nicht. Sagen wir schon meine Eltern irgendwie mal zu mir, du magst ja so vieles nicht und bla bla und blibla und blub und so. Das ist Bullshit. Bullshit! Weil man kann einfach alles schlecht finden. So, ich weiß, ich mag einiges nicht, aber es hat immer einen triftigen Grund. Ich, ich muss sagen, ich vertrete auch die Meinung, man kann eigentlich nicht sagen, dass man irgendwas nicht mag. Natürlich. Warum stehen die da? Ich sage jetzt nicht, dass es irgendwelche Wachen sind oder so. Okay, es sind keine Wachen. Weil ich, beispielsweise, so einen Fall hatte ich wirklich auch schon. Ich habe beispielsweise gesagt, ich mag kein Pokémon. Und dann hat man zu mir gesagt, ich kann mir eigentlich keine Meinung bilden über etwas, was ich so gesehen noch, weil ich habe zu dem Zeitpunkt so gut wie noch gar kein Pokémon gespielt. Habe aber gesagt, ich mag kein Pokémon. Und dann kamen dann so die Leute und haben so gesagt, so ja, du kannst dir darüber keine Meinung eigentlich bilden, wenn du das so gesehen noch gar nicht getestet hast. Oder du hast noch überhaupt keine Erfahrung damit gemacht. Wie willst du das dann nicht mögen? Oder wie kannst du es dann schlecht, scheiße finden oder sonst was? Weil ich bin kein Pokémon. Ich habe dann... Aber bis dahin habe ich dann ungefähr wirklich, ich habe da wirklich Pokémon gespielt und sowas. Und ich mag das einfach irgendwo nicht. Prinzip mit diesem Sachen fangen und sowas und gegeneinander kämpfen lassen, finde ich zwar schön und gut. Das kann ich in WoW auch machen. Seit Pandaria geht das ja mit dem Patch, kam das ja dann mit dem Patch, dass man hier Haustiere fangen kann und sowas. Ihr bestimmt den Weg. Ihr bestimmt den Weg. Ja. Und die... Kann man hier so dann so einen Haustierkampf, so Spiele, was ist, so sprich, hier so Haustier-PvP-mäßig dann so gegeneinander alles kämpfen lassen und das Ganze. Sehr brasch. Oder sehr cool, wenn man auf sowas steht. Ich finde das auch toll, man kann die auch aufleveln und sowas. Mal gucken, wie es dann so in Draenor ist. Aber ich kann ja kein, ich hab kein WoD, ich kann, leider, ich kann hier das nicht spielen. Und ich überlege auch momentan, eventuell meinen Server zu switchen, weil hier so mit dem Dingens, weil ich habe hier, weil da ich ja kein WoD habe und momentan alle im WoD-Fieber sind, kann ich mich nicht mehr einloggen, um meine Tagesquest zu machen. Und da ich auf Black Hand spiele und der Server recht voll ist, ist er beispielsweise um die Uhrzeit, wir haben jetzt 22.52 Uhr, Wenn ich da auf den Server komme, dann komme ich bestimmt in die Warteschlange von, in die Warteschlange und da wahrscheinlich irgendwas auf den 2000. Platz. Und da muss ich mindestens 3 Stunden warten, bis ich irgendwie eine Chance habe, auf den Server zu kommen. Ich war zwar schon auf dem Server, aber das ist nur für eine kurze Zeit, weil dann ungefähr etwas Restart war. Da konnte ich wenigstens noch meine Quest bei den Klaxis machen und mir dann nochmal von den Orakeln so ein neues Ei kaufen. Da gibt's ja, weil der WoW-Kenner weiß, dass bei Lich King hier im Shonazar-Becken, da gab's so eine, wenn man da gequestet hat, dann konnte man hier zu solchen Waschbärviechern gehen. Und die haben also und da konnte man so eine Questreihe machen. Da musste man sich dann entscheiden, ob man zu irgendwelchen komischen kleinen Hoppelviecher oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie die genau heißen. Ob man irgendwie denen helfen möchte oder diesen Waschbärviechern. Ich habe mich für diese kleinen Hoppelviecher da entschieden, weil. Und jetzt kommt. Und zwar, die verkaufen einem dieses Ei. Wenn man hier auf. Respektvoll ist vom Ruf her. Und das dauert ungefähr 3 Tage, dann schlüpft was aus dem Ei. Und das, was aus dem Ei schlüpft, will ich natürlich unbedingt haben. Und zwar, da kann der grüne Protodrache schlüpfen. Ein sehr begehrtes, eins der begehrten Reitmounts. Pyjamas, Masken und Schwerter? Das sind unsere Bösewichter.
Die sehen aus wie aus einem drittklassigen Kung-Fu-Film. Ja, wenn man davon absieht, dass sie ihrer Darstellung mit echten Spaß. Schwertern und echter Mordlust eine gewisse Ausdruckskraft verleihen. Ich will kämpfen. Neutral. Ja, die sind wie neutral. Kommt! Nein, Kohle auf! Jetzt hat er mir diesen Moment vermiest. Oh, jetzt stehen die alle so geil dran. Hört auf, hört auf, hört auf. In eurer Schuld. Ich führe die Kraft. Hey, worauf wartet ihr? Komm, Bela. Mach hier ich auf, den da. Dein Schuss. Was? Ja, ist tot. Bam. Macht euch bereit. Wie die sich nicht wehren. Letztes Mal hätten sie fast irgendeinen getötet. Lol, Ninjas ist nun fein von Mr. Asuka. Okay. Okay. Jetzt müsste ich wieder zurücklaufen, aber naja, ich habe jetzt keine Lust dazu. Ich habe keine Lust. Und ja, das ist halt so. Vor allem die Protodrachen sind sehr begehrt. Vor allem der zeitverlorene Protodrache. Die kann man nur der ist 100% hat eine 100%ige Drop Rate vom zeitverlorenen Protodrachen. Endlich Action. Und das ist ein Mob. Endlich der fliegt Action. In Nordend rum. In dem Sturmgipfeln, glaube ich mal, oder wie auch immer die heißen. Der ist ein Rare Mob. Und zwar der hat mit einem anderen Rare Mob, der teilt sich so gesehen die Spawnzeit mit dem anderen Rare Mob. Und je nachdem, es ist, glaube ich mal, immer es spawnt der, dann das andere Rare Mob. Für euren heldenhaften Einsatz. Endlich und mit einer etwas gegen diese Kerle. Und? Können wir mit eurer Unterstützung rechnen? Selbstverständlich. Wir kämpfen, wenn es sein muss, bis zum letzten Mann. Halt, teilt er sich hier die Spawnzeit mit diesem einen Rare Mob. Und es sind halt wirklich, es sind halt 4 Stunden, die das dauert, bis der wieder respawnt. Ich stehe in eurer ich werde so, also muss man da ungefähr, wenn man Pech hat, 4 Stunden warten. Und da sind auch immer, wenn ungefähr bevor das, und der hat eine große Reichweite, und da sind dann so viel ich weiß, also früher war das richtig cool, da sind ein und sehr aus gut. Dieser Stützpunkt ist nun wieder in der Hand der Stadtwachen. Okay. Da sind dann ein und aus hier wirklich die Spieler an diesem Ort rum, zwischen an diesen Punkten herumgekämmt, nur um den zeitverlorenen Protodrachen zu bekommen. Macht also so viel weiß ich von jetzt in den anderen. Ich gehe vor. Oder zumindest hier vom guten Rauchtiger. Der hat das ja schon alles durchgemacht mit jemand anders, der. Weil hier einer seiner. Ich nenne mal ehemals Freunde. Oder Leute, mit denen er hier WoW gespielt hat. Wollte halt unbedingt den zeitverlorenen Protodrachen haben. Und da haben sie wirklich Tage gewartet, bis sie den bekommen. Ich glaube, der hat sogar das dann aufgegeben letzten Endes. Den zu bekommen, weil das ist teilweise fast unmöglich. Aber es gibt immer wieder Leute, die da mit ihm rumfliegen. Aber der Nachteil dran ist einfach, der sieht einfach so gut aus. Einfach so richtig genial. Der Zeitverlorene. Freunde, das habt ihr hervorragend gemacht. Endlich wieder freie Fahrt für freie Händler. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber da gibt es noch eine gewisse Kleinigkeit. Was stimmt? Ja, natürlich. Ich lasse die Nahrungsmittel zubringen. In einem Teil sofort. Der Rest folgt als Gewinnbeteiligung. Wir das natürlich. Auch in dieser Stadt gibt es eine Taverne, die ihnen die gleichen Funktionen bietet wie ihre eigene. Gleich werde ich grün. Platz da. Auf dem Weg. Da werde ich zu Hulk. Nein, da werde ich zum Ork, Alter. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich mir eventuell diesen Trailer von WoD, ob ich da nicht einfach mal die, so gesehen, die Tonspur teilweise rausnehme und das neu vertone und dann irgendwelche Scheiße dazu fasel. Vielleicht von GameStar? Ich glaube mal von GameStar habe ich mir eine Review zu WoD angeguckt. Und da haben sie sowas ähnliches gemacht. So mit Neuvertonung und sowas. Mit Kiwi Confect
von der Trainer Coffee Company und sowas. Fand ich richtig nice den Anfang. Und ich dachte mir, könnte ich mir sowas ähnliches machen. Und so. Und würde wahrscheinlich den Spruch reinbringen, das riecht wie Einhornscheiße im Wald. Auf dem Weg. Okay. Nein, mal schauen. Aber dazu bräuchte ich professionelleres Zeug. Warum sind die gerade so gerast? Lol. Neue Cole, der rast. Der ist ja gerade so richtig gerast. Boom! Also irgendwo finde ich das gerade OP. Oh, und wir müssen den Sumo-Ringer hier. Das sehe ich schon auf 10 Meter, dass es ein Sumo-Ringer ist. Ohne den anzuklicken. Erstens mal, weil ich weiß das. Den hatte ich selber schon des Öfteren. Und zweitens sieht man das, wenn der Oberkörper nackt ist und so. Der sieht dann ungefähr so aus, wenn ich hier so Oberkörper nackt bin und so. Bloß ohne Brustbehaarung. Oh Gott, jetzt erzähle ich schon von Brustbehaarung. Wie tief muss ich sinken? Ich gehe vor. Was war das? Sie fliehen auf ihr Schiff, sie haben Geiseln genommen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie mit den Gefangenen ihr Schiff erreichen. Oh. Wie schlimm. Geiseln. Oh, Hilfe. Und da ist das Piratenschiff. Platter. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Von mir, denn natürlich von mir erfahrt ihr die neuesten WoW-News und sowas. Denn das ist bei mir Standard, ja. Alles Standard, ungewollte Sachen zu bringen. Oder Sachen zu bringen, die ich jetzt nicht so bringen wollte, aber naja. Das ist ja egal. Improvisieren kann man immer. Denn wenn ihr nicht weiter wisst, Leute... Auch für das gilt für Referate und sowas. Wenn ihr mal bei solchen Sachen nicht weiter wisst, einfach improvisieren. Das hilft euch immer. Denn denkt wirklich immer an diesen Rat, das habe ich auch immer gemacht. Wenn ich keine Ahnung hatte, was ich jetzt sagen soll, wobei ich habe mich nie groß für Referate vorbereitet, ja. Da habe ich dann irgendwas gesagt, was mir ungefähr so eingefallen ist und sowas, was ich über das Thema wusste. Und dann immer so, ja... Dann immer so, ja, so, Herr Asker, Sie haben eine 1. Geht's los? Ungefähr so. Na gut, die haben mich natürlich auch immer mit meinem Vornamen angesprochen. Weil, Lehrer dürfen das ja. Da musste ja nicht gefragt werden. Außer sie haben Elmo Schrocker. Und ja, das ist nicht der echte Name von einem Lehrer von mir. Keine Sorge, nicht, also ich will hier Leute anonym lassen. Dieser Name ist bloß abgeleitet von Mr. Crocker aus Cosmo und Wanda. Das wäre ich noch aus meiner Klasse mal eingefallen. Ich mag das. Hier so ein Lehrer von da so an der Schule so zu nennen. Helmut Crocker. Name hört sich immer irgendwie so Premium an. Geht's los? Alter. So, mit dem Sleeper-Schuss werden wir jetzt hier den Mönch ausschalten, weil der hat hier so einen tollen Stab, der heilen kann. Da ist auch einer. Der war aber letztes Mal beim Kampf irgendwie nur sehr unbeteiligt nebendran gestanden. Ah, das war? Ja, Bela. Endlich Action. Lass halt, komm, lass einfach alle angreifen. Komm. Dann Cole, der rennt jetzt noch hin. Schießt die einfach mal um. Passt. So. Bela und die anderen schießen den hier mal so ein bisschen weg. Dann gibt's hier keine Heil-Action mehr, nein. Dann ist das einfach nur noch so. Ohne irgendwelche Heilung. Und schon haben wir es selber geschafft, ohne große Verluste.
Der Rest wird eh nur Kollateralschäden. Die Piraten entkommen! Wir sind zu spät. Sie haben die Geisel mitgenommen. Dann bleibt uns zweiter übrig, als ihnen zu folgen. Wie der Typ da hinten auch so hinter. Oh mein Gott, er ist verletzt! Das hab ich. Ich hab das zwar schon vor einer Stunde gesehen, aber ich muss jetzt hinrennen. Oh mein Gott! Wie lange willst du dich noch vor den Fakten verstecken, Ada? Der ist scheiße. Du sprichst von Fakten? Ich werde dich an ein paar Fakten erinnern. Ich bin das zweitälteste Mitglied dieser Organisation. Hast du das schon vergessen? Ich habe mehr für diese Operation getan als irgendjemand sonst, außer Jarvis. Ich habe dich für deinen Posten vorgeschlagen, Dave. Und ich bin deine Vorgesetzte. Jetzt nicht mehr, Ada. Was soll das heißen? Du bist mit sofortiger Wirkung suspendiert. Du stellst dich gegen mich? Du bleibst so lange in Gewahrsam, bis die Angelegenheit geklärt ist. Ich? Eine Gefangene? Du lässt mir keine andere Wahl. Jarvis. Du solltest dafür sorgen, dass diese drei uns nicht gefährlich werden. Und jetzt? Jetzt drücken sie uns zu Leibe. Wenn ich bitten darf? Sie sind in den Farben des Gegners angezogen. Und die hat einen schönen Hintern, die Ada. Wollte ich nur so anmerken. Naja. Ich höre mich schon fast an wie Cole, oh mein Gott. So Leute, an dieser Stelle mache ich Cut. Ich werde gleich die nächste Mission aufnehmen. Hier Piraten und Geiseln. Aber, wie gesagt, ich mache schon den Cut und werde nachgucken, ob die Aufnahme in Ordnung war. Wenn ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und wenn nicht, dann sehen wir uns auch gleich wieder zur selben Mission.